So, bei diesem Thema sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. Das große Thema ist verschiedenste Problemstellungen auf das kürzeste Pfadproblem, das kürzeste Wegeproblem zurückzuführen. Wir haben beim letzten Mal ein sehr einfaches Beispiel gesehen, nämlich Verkehr, Straßenverkehr, haben aber mit diesem Bild auch schon gesehen, dass es nicht unbedingt immer so einfach ist. Was ist das kürzeste Pfadproblem, auf das wir es zurückführen? Gegeben ist ein gerichteter Graph mit nicht negativen Kantenlängen und gegeben sind ein Start- und ein Zielknoten. Finde einen gemäß dieser Kantenlängen kürzesten Pfad. Darin sind nicht vorgesehen solche Abbiegungen wie hier, dass man eben, wenn man an einer Kreuzung an einem Knoten ankommt, dass man nicht jede Kante benutzen darf, sondern nur bestimmte, je nachdem, über welche Kante man reinkommt. Aber wir haben an diesem einfachen Beispiel auch schon gesehen, dass man da durchaus abhelfen kann, indem man das Beispiel ein bisschen umbastelt, sodass dann tatsächlich jeder Pfad, der überhaupt über Kanten realisierbar ist, tatsächlich ein Pfad ist. Jede Verbindung, die hier möglich ist, über einen Pfad realisierbar ist und umgekehrt, sodass wir also tatsächlich dann auch diese verschiedenen Abbiegevorschriften dann hineinmodellieren können. Züge sind eine etwas andere Situation, eine deutlich andere Situation. Sie bekommen jetzt die dritte Dimension hinein, nämlich die Zeit, weil sie ja abhängig vom Fahrplan sind, wann sie einen Zug besteigen können und wann nicht. Hier in dieser Vorlesung betrachten wir nicht das Thema Verspätungen. Falls es Sie interessiert, das betrachten wir bei uns in unserer Forschungsarbeit sehr intensiv. Verspätungsmanagement, Voraussagen mit Verspätungen. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr einen Algorithmus entwickelt auf Basis einer gegebenen statistischen Erhebung, was es so an Verspätungen gibt, dass man Verbindungen berechnen kann, auch recht schnell dieser Algorithmus ist, wo sie von einem gegebenen Startpunkt, beispielsweise zu Frankfurt Main Flughafen, spätestmöglich starten, sodass sie immer noch mit 99%iger Wahrscheinlichkeit zu einem gegebenen Zeitpunkt dort sind, also mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ihren Flieger kriegen oder so etwas. Etwas, was im Auskunftssystem der Deutschen Bahn, wie es jetzt der Fall ist, ist kein Problem, wenn Sie da Lärm machen. Das ist sehr fokussiert, das Mikro. Das sollte, hoffe ich mal, nicht aufgenommen werden. Was natürlich jetzt keine Aufforderung ist, hier mehr Lärm zu machen. So, wir beschäftigen uns also nur mit dem Sollfahrplan, wann die Züge abfahren und ankommen sollen. Und wir haben beim letzten Mal schon eine grundlegende Problemstelle, ein grundlegendes Problem dabei gesehen. Denken Sie, das ist jetzt nochmal Wiederholung vom letzten Mal, denken Sie an Frankfurt Main Hauptbahnhof, den Sie sicherlich alle schon mal von innen gesehen haben. So Größenordnung 22 oder so Gleise. Wenn Sie mit einem Zug ankommen auf Gleis 1 und der Zug, mit dem Sie weiterfahren wollen, fährt auf Gleis 2 ab, beziehungsweise wie ist das? Ich glaube, es sind immer 2 und 3 ist, glaube ich, auf einem Bahnsteig und dann wieder 4 und 5 oder so, nicht? So ist es. Also Sie kommen Gleis 2 an und wollen Gleis 3 weiterfahren oder sogar Gleis 2 weiterfahren. Das gibt es ja auch manchmal. Dann brauchen Sie nur eine sehr kleine Umstiegszeit, um das zu realisieren. Aber wenn Sie auf Gleis 1 ankommen und auf Gleis 22 weiterfahren wollen, dann wird es mit den 7 Minuten, die Ihnen die Deutsche Bahn in ihren Berechnungen zugesteht, schon ein bisschen eng, vor allem wenn sie dann noch mit 2 Koffern und diversen weiteren Anhang unterwegs sind. Deshalb haben wir die Situation, vertikale Linien hier sind von oben nach unten zu sehen, die Zeitachse sind die Bahnhöfe und die einzelnen Events sind die Knoten. Hier ein Ankunftsevent, diese Verbindung von einem Bahnhof zum nächsten, ja, denken Sie von hier aus gesehen, die Regionalbahn, die noch von Darmstadt aus noch in Langen hält, dann wäre das hier eine Verbindung von Langen nach Frankfurt Main Hauptbahnhof. Oder denken Sie an einen IC, der in Darmstadt hält, nicht mehr in Langen oder sonst irgendwo, sondern direkt Frankfurt Main Hauptbahnhof als nächstes Mal hält.
Dann wäre das hier Darmstadt, die Abfahrt, das Abfahrtsevent und das Ankunftsevent im Frankfurt Hauptbahnhof. Und Sie sehen, es gibt hier so etwas wie eine rote Zone, eine grüne Zone und eine graue Zone. Die rote Zone ist so eng, dass Sie das eh nichts erwischen können. Insbesondere alles, was in der Vergangenheit ist, können Sie nicht mehr erwischen, klar. Und wenn wir hier nur 0 oder 1 Minute haben, dann kann dieser Zug sein, wo er will, Sie können ihn nicht erwischen. Eine grüne Zone, das ist jenseits dieser besagten 7 Minuten. Da können Sie, wenn nach Sollfahrplan alles erwischen. Und da gibt es so eine graue Zone, wo es kunterbunt zugeht. Sie können diesen Zug hier erwischen, weil er auf demselben Bahnsteig abfährt. Aber dieser Zug, der sogar noch ein, 2 Minuten später abfährt, den können Sie nicht erwischen, weil der eben ganz woanders im Frankfurt-Main-Hauptbahnhof abfährt. Und damit haben Sie mit so einem Algorithmus wie Dijkstra ein Problem. Ja? Sie können in diesem einfachen Graphenmodell das überhaupt nicht hinkriegen. Der Algorithmus von Dijkstra, wenn Sie dem erlauben, diese Kante hier, diese grüne Kante hier zu nehmen, dann müssen Sie ihm zwangsläufig auch erlauben, diese rote Kante zu nehmen. Und wenn Sie ihm die rote Kante verbieten, dann müssen Sie ihm auch die grüne Kante verbieten. Ja? Das Problem ist, was hier grün und was hier rot ist, hängt natürlich davon ab, über welche Kante Sie kommen. Und damit sind wir in einer ähnlichen Situation wie hier, wo es lang weitergehen darf und wo es nicht lang weitergehen darf. Das hängt davon ab, wo Sie herkommen. Und das gibt es einfach im Algorithmus von Dijkstra nicht. Also, wenn Sie den anwenden wollen, dann müssen Sie es ein bisschen komplizierter gestalten. Hier ist nochmal ein Beispiel. Das ist garantiert kein echter, heute kein Zugfahrplan mehr. Das war mal, als ich die erste Version dieser Foliensätze und dieser Diagramme gebastelt hatte, als ich noch in den 90er Jahren in Konstanz war. Nur nochmal zur Illustration. Was müssen wir tun? Ähnlich wie bei dem Beispiel mit den verbotenen Abbiegemöglichkeiten müssen wir das Ganze ein bisschen aufblähen. Das sieht jetzt ein bisschen sehr stark aufgebläht aus, aber beachten Sie, dass es nur um einen konstanten Faktor aufbläht und um einen kleinen konstanten Faktor. Und Sie wissen aus der GDI 2, kleine konstante Faktoren interessieren uns nicht unbedingt, interessieren uns nicht wirklich. Ja, Stichwort asymptotische Komplexität. Die asymptotische Größe des Graphen ändert sich nicht. Der Graph ändert sich nur um Faktor. Außerdem, wenn man es wirklich real umsetzen wollte, dann ließen sich da sicherlich noch einige Dinge einsparen, die jetzt hier in diesem Graphen so drin sind, aber nicht unbedingt so komplex sein müssten. So, das ist dasselbe Bild wie eben. Ich glaube, ich habe es irgendwo auch gegenübergestellt. Hier. Schauen wir uns das direkt im Vergleich an. Ist das groß genug für Sie zu sehen, die beiden Bilder? Also, falls es für jemanden da oben nicht groß genug ist, hier unten gibt es genug Plätze. So, das ist das ursprüngliche Bild und das ist das äquivalente Bild hier. Sie sehen, diese Verbindung, mit der Sie ankommen, wird hier zerlegt in so eine Hauptkante, die Kantenlänge, die Zeit enthält. Also die Kantenlänge wird natürlich die Zeit sein, wenn Sie die Zeit minimieren wollen. Zu anderen Zielsetzungen wie Fahrkosten sage ich gleich noch was. Und Sie sehen jetzt hier erst einmal, dass jeder Bahnhof in zwei Bahnhöfe sozusagen zerlegt wird. Der eine Fall ist der, dass Sie an diesem Bahnhof wirklich aussteigen, dass das Ihr Zielbahnhof ist. Müsste man jetzt nicht durch so eine eigene vertikale Linie realisieren, habe ich jetzt einfach nur mal der Übersicht halber gemacht. Ich hoffe, dass es übersichtlicher wird dadurch. Ja, da steigen Sie aus. Da gibt es ein Event, der nach Zeit mit Zeitverzögerung 0 hier ankommt. Während der zweite Bahnhof hier, die zweite Kopie von Frankfurt Main Hauptbahnhof, für Umstiege da ist. Einerseits geht hier eine Kante hier zum ersten Event des grünen Bereichs. Ja, ab da ist es ja kein Problem. Ab da ist es erlaubt, jedes Abfahrtsevent zu erreichen und dementsprechend mit dieser Abfahrt weiterzufahren. Aber hier im roten Bereich etwas komplizierter. Da geht keine Kante zu diesem Bahnhof, so wie hier zunächst einmal, sondern da gehen nur Direktkanten
zu den Zügen, in diesem Bild nur ein Zug, mit dem sie abfahren dürfen, zu den grünen Zügen im grauen Bereich. Und sie sehen kein einziger roter Zug, weder die im roten Bereich noch dieser rote Zug im grauen Bereich lässt sich erreichen von dieser Kante. Erreichen lässt sich der Ausstieg, soll ja auch so sein. Erreichen lässt sich der grüne Bereich. Deshalb haben wir eine Kante zum ersten Abfahrtsevent im grünen Bereich. Und erreichen lassen sich die einzelnen Züge im grauen Bereich, die ebenfalls grün sind. Ja? Entscheidend wichtig ist, das kann man, diese ganze Konstruktion, man weiß vorher, wie man das da unten konstruieren muss. Ja, man muss nicht auf die Abfrage warten, um festzustellen, welche Kanten sind hier grün und welche Kante sind rot oder noch schlimmer, auf diesen Weg hier warten, dass Dijkstra sich diese Kante anguckt. Und wenn Dijkstra sich diese Kante anguckt, ist das grün und das rot. Und wenn Dijkstra sich in derselben Abfrage, in derselben Suchanfrage eine andere Kante anguckt, ist wieder was anderes, grün und rot. Das funktioniert alles von vorne bis hinten nicht. So können wir den Graph einmal vorneweg basteln, ohne zu wissen, was die Anfrage sein wird, von wo nach wo man will. Das heißt also, für 1 Million Anfragen funktioniert derselbe Graph und für 1 Milliarde Anfragen auch, egal wie die aussehen. Und dann hat man einfach wieder die Äquivalenz. Ein Pfad durch den Graphen ist identisch mit einer mit Umstiegen zulässigen Verbindung und umgekehrt. Eine 1:1-Beziehung. Und solange es um so etwas geht wie Fahrzeit, ergibt sich die Äquivalenz daraus, dass wir hier oben die Fahrzeit, hier eine Fahrzeit drauf haben, so eine Zwischenfahrzeit von einem Stopp zum nächsten. Hier zwischen zwei Events müssen wir natürlich dann die Fahrzeit, nicht die Fahrzeit, sondern die Wartezeit mit einberücksichtigen, was das Delta dieser beiden Events ist. Und genauso hier das dann übertragen. Hier ist die Fahrzeit dieses einen elementaren Zugverbindung. Und hier sind dann auch die Wartezeiten jeweils auf den vertikalen Kanten. So, das ist jetzt erst einmal ein Beispiel, eine Fingerübung auch, dass man sehr wohl mit Umstiegen umgehen kann, mit zulässigen und unzulässigen Umstiegen, dass man das mit einer kleinen und auch nicht sehr aufwendigen Modifikation in das Modell hineinbringen kann, das wir hier betrachten, nämlich kürzeste Pfade von A nach B mit nicht negativen Kantenlängen. Ohne weitere Zusatzbedingungen, ohne Bedingungen der Form, insbesondere wenn ich über die Kante komme, darf ich über die, aber nicht über die Kante wieder rausgehen. So, jetzt kommen wir zum traurigen Teil, in jeder Hinsicht traurigen Teil, denn Fahrzeiten sind für die meisten Reisenden sicherlich nicht so dramatisch wie Fahrkosten. In dem Sinne traurig, aber auch in dem Sinne, dass wir hier durchaus an Grenzen der Modellierbarkeit stoßen, was ich nicht hier unter den Tisch fallen lassen will. So, Sie haben ja sicherlich eine gewisse Vorstellung, wenn Sie mit der Bahn gefahren sind und da nicht immer nur gefahren sind mit dem Semesterticket, sondern auch mal mit normalen Tickets, die Sie sich vom Automaten oder im Internet oder so gezogen haben, dass die Fahrkosten sehr viel komplexer sind als das Kriterium Fahrzeit. Fahrzeit ist ganz einfach. Ja, wenn Sie noch die Wartezeiten mit berücksichtigen, noch mit reinbringen, dann ist das genau das Dijkstra-Modell, nämlich die Summe der Kantenlängen ist die Gesamtlänge. Aber bei Fahrkosten ist das nicht mehr so unbedingt der Fall und die Frage ist, to which degree, bis zu welchem Grad können wir das tatsächlich als Kantenkosten in einem Graphen so modellieren, wie wir es brauchen? Denn machen Sie sich das nochmal klar, was kürzeste Pfade heißt, wie Sie es in der GDI2 kennengelernt haben. Es bedeutet insbesondere erstmal etwas, was Ihnen selbstverständlich erscheint, aber hier auf dieser Folie nicht mehr selbstverständlich ist, nämlich dass die Gesamtkosten eines Pfades gleich die Summe der Kosten auf den einzelnen Kanten sind. So, jetzt kann man natürlich besonders schlau sein und sagen, naja, ist doch überhaupt kein Problem.
Wir berechnen vorher sämtliche Verbindungen einmal und wenn wir eine Anfrage stellen, dann wird einfach nur gesucht, was wir für diese Verbindung berechnet haben. Das ist natürlich nicht handhabbar von der Datenmenge her. Also müssen wir more sophisticated, etwas, weiß ich, intelligentere, cleverere Ansatz finden. Sammeln wir mal. Was gibt's denn so bei der Bahn? Sie kennen, ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage überhaupt noch gibt, aber grundlegend war zunächst einmal Fahrkosten proportional zur Distanz in Kilometern. Das ist so der Grundpreis, den man mit der Regionalbahn oder so zahlen würde, wenn man wirklich heutzutage noch einen DB-Fahrschein dafür kaufen könnte. Ich weiß gar nicht. Also inzwischen ist es ja so, dass Sie, nehmen sich die Regionalbahn hier her vom Rhein-Main-Verbund oder Rhein-Neckar. Sie fahren Regionalbahn, einen Zug, da steht DB drauf. Auf den Uniformen steht DB drauf. Er fährt von DB-Halt zu DB-Halt, aber Sie können keine DB-Fahrkarte kaufen. Sie können nur eine vom regionalen Anbieter RMV oder so eine Fahrkarte kaufen. Was natürlich nur irgendwo ganz klein steht. Wenn Sie es nicht wissen, zahlen Sie 40 Euro. Also insbesondere dürfen Sie, weil die Regionalanbieter das nicht erlauben, dürfen Sie nicht im Zug die Fahrkarte kaufen. Aber ursprünglich war es so, und da, wo es um DB-Fahrscheine geht, ist es, glaube ich, auch noch so, dass der Basispreis erst einmal die Kilometerdistanz ergibt und passt natürlich in unser Modell rein. Das ist kein Thema. Spezielle Preise, so halbe Preise mit Bahncard oder ähnlichem, Schweizer Halbtagsabo oder was es da so alles gibt. Früher gab es noch ein, wie heißt das, Guten Abend-Ticket. Weiß nicht, ob das jemand von Ihnen noch kannte. Ab 19 Uhr für einen halben Preis, auch werktags. Das war, glaube ich, bevor die Geschäfte bis 20 Uhr oder länger aufhaben durften. Kann sein, dass Sie das nicht mitgekriegt haben. Das ist natürlich auch kein Problem. Da muss man halt die Kantengewichte entsprechend um diesen Prozentsatz reduzieren. Was wir jetzt hier aber beispielsweise haben, sind feste Preise, Supplementary Charge. Das beste Beispiel, was Sie vielleicht kennen, ist der IC-Zuschlag. Ja? Wenn Sie eine Verbindung haben und diese Verbindung enthält ICs, dann zahlen Sie einmalig den Zuschlag. Egal wie lange Sie diese ICs benutzen, egal wie oft Sie in IC umsteigen, auch wenn es zwischendurch was anderes gibt, IC, Regionalbahn, dann wieder IC, Sie zahlen einmal für die ganze Verbindung einmalig diesen Zuschlag. Ich weiß nicht, wo der gerade steht, bei 3,50 oder so etwas. Das lässt sich natürlich nicht mehr auf die Kanten umlegen, denn wenn Sie sich vorstellen, Sie können das auf die Kanten umlegen, will ich vielleicht mal versuchen, kurz an der Tafel. Sie haben jetzt eine Verbindung mit mehreren IC-Kanten drin. Von Start nach Ziel. So, das ist vielleicht eine IC-Kante. Das ist eine IC-Kante. Und das hier vielleicht eine. Ja, kann ja sein, dass Sie zwischen zwei IC-Verbindungen noch mit der S-Bahn oder so fahren. Passiert Ihnen, wenn Sie beispielsweise in Richtung Freiburg-Basel fahren, erst mit dem IC oder ICE nach Heidelberg, dann mit der S-Bahn nach Karlsruhe und von da aus wieder mit dem IC oder ICE. So. Jetzt haben Sie eine andere Verbindung. Leider habe ich dazu keine andere Farbe. Dann versuche ich das irgendwie anders zu machen.
gestrichelt, so, so. Diese zweite Verbindung hat nur diesen einen, diese eine IC-Kante und nicht die anderen. So, wie soll das funktionieren, dass wir jetzt hier auf die, den IC-Zuschlag von fest 3,50 Euro oder was das sind, auf die Kanten umrechnen? Ja? Wegen dieser Verbindung hier, der unteren, der gestrichelten, müssten Sie auf der einzigen IC-Kante, die diese Verbindung hat, die 3,50 rauf tun. Aber jetzt können wir natürlich noch eine andere Verbindung hernehmen, die diese Kante hat, nur diese eine Kante hier hinten hat, da müsste die genauso 3,50 haben und das heißt, die obere Verbindung hat schon einen IC-Zuschlag von 7 Euro. Es passt also nicht, dass man das in die, in dieses Modell reintut. So, das werde ich ganz schnell noch fotografieren. Also die Fotos sind bisher ganz gut geworden, lassen sich gut lesen. Also wir brauchen das ganze Brimborium mit der Kamera überhaupt nicht. So, sind auch schon hochgeladen die Fotos, aber auch noch nicht, genauso wie die Videoaufzeichnungen, leider noch nicht freigeschaltet. So, diesen Fall, den ich da jetzt an der Tafel skizziert habe, den lasse ich hier aus. Wie Sie sehen, Left as an Exercise, das ist Aufgabe 3.1, glaube ich, auf dem dritten Übungsblatt Aufgabe 1. Können Sie sich selber Gedanken darum machen, wie kriegen wir das, obwohl es auf den ersten Blick erstmal nicht so aussieht, wie kriegen wir das in das Modell hinein? In das Modell gegeben ist ein gerichteter Graph mit nicht negativen Kantenlängen, Startknoten, Zielknoten, finde einen kürzesten Pfad vom Start zum Ziel und das soll unsere billigste Verbindung sein. So, da gibt es noch eine ganze Menge weitere Komplikationen. Heutzutage ist das ja auch so, beispielsweise City-Ticket, wenn Sie mehr als 100 Kilometer, glaube ich, Bahnverbindung haben, dann kriegen Sie noch umsonst oder verbilligt ein City-Ticket dazu. Ich weiß nicht genau, wie die Regularien jetzt sind. Ich glaube, über 100 Kilometer umsonst, darunter verbilligt. Sie könnten aber natürlich direkt den Bus oder die Bahn, oder die Straßenbahn vor Ort bezahlen, haben wieder einen anderen Preis dafür zu zahlen. Das heißt, das wird da ziemlich kompliziert und das ist nicht auf dem Übungsblatt, aber trotzdem, wenn Sie die Aufgabe auf dem Übungsblatt gelöst haben, dann sollte es überhaupt kein Problem sein, auch diese Aufgabe hier zu lösen. Wie kann man das hinkriegen, dass solche Modelle auch, solche Preismodelle auch in das Dijkstra-Problem reinkommen. Ich will aber nicht verhehlen, dass man doch irgendwo zu einem Ende kommt, dass man nicht, nicht alles, was es so an Preispolitik der Deutschen Bahn gibt, dass man das nicht alles modellieren kann, also nicht in vernünftiger Weise modellieren kann. In anderen Ländern wäre es durchaus möglich, dass man das gesamte Tarifsystem der Staatsbahn oder der privaten Bahnen in das Dijkstra-Modell hineinbekommt. So, damit sind wir mit dem Thema Bahn auch schon durch. Wir kommen jetzt zu Beispielen, bei denen es nicht, denke ich, nicht ganz so offensichtlich ist, wie jetzt bei den ersten beiden Beispielen, Straßenverkehr und öffentlicher fahrplangebundener Verkehr, wo es nicht ganz so offensichtlich ist, dass das Ganze was mit kürzesten Pfaden zu tun haben soll. Ich hatte das in meiner Rundtour im ersten Termin, glaube ich, schon mal angesprochen. Gehen wir dahin. Das Bild haben, müssten Sie beim ersten Termin schon mal gesehen haben, nicht? Kommt Ihnen so dunkel bekannt vor. Wir haben zwei DNA-Sequenzen, die wir miteinander vergleichen wollen. DNA-Sequenzen zum Beispiel von mutmaßlichem Vater und mutmaßlichem Kind. Und wenn die Ähnlichkeit zwischen den beiden DNA-Sequenzen groß genug ist,
dann ist die Entscheidung, die juristische Entscheidung, dass dies der Vater des Kindes ist. Und wenn die Ähnlichkeit nicht so groß ist, dann fällt die Entscheidung entsprechend anders aus. Oder man gibt die Wissenschaftler, die den Vergleich durchführen, geben eine Wahrscheinlichkeit an dafür, dass das wirklich der leibliche Vater ist oder nicht. Oder dass eine Verwandtschaftsbeziehung besteht. Anderes Beispiel ist Identität von Toten feststellen. Ja, vor ein paar Jahren gab es den Fall, dass Sie kennen ja vielleicht Kaspar Hauser, die Geschichte, dass man einen DNA-Vergleich vorgenommen hat zwischen seinen sterblichen Überresten, die noch da waren, und Verwandten des Fürstenhauses, von dem man annahm, dass dieser Kaspar Hauser ein Spross sein soll. Und soweit ich weiß, hat man festgestellt, dass der Verwandtschaftsgrad zu gering ist, um da wirklich von Verwandtschaft auszugehen. Anderes Anwendungsbeispiel sind, Sie gucken sich Individuen verschiedener Spezies an und Sie versuchen aus der Nähe, aus der Ähnlichkeit der beiden Sequenzen, der DNA-Sequenzen, der vergleichbaren DNA-Sequenzen dieser beiden Individuen dann auf den Verwandtschaftsgrad der beiden Spezies zu schließen, was regelmäßig nicht sehr schmeichelhaft für Homo sapiens ist, was da so als Ergebnis herauskommt. Ich glaube, Orang-Utan ist so ziemlich am nächsten bei uns dran, wenn ich mich recht entsinne, was so die Ergebnisse sind. Weiß nicht ganz genau. So, was heißt Ähnlichkeit? Wir reden in der Realität von Milliarden, also zumindest bei höher entwickelten Lebewesen wie Menschen, reden wir von Milliarden Länge. Hier in diesem Beispiel natürlich nicht so umfangreich. Zur Erinnerung, aus Ihrem Biologieunterricht, DNA-Sequenzen sind zwar komplexe Moleküle, aber der Informationsgehalt, aus dem dann das Individuum entwickelt wird, in der Ontogenese, der Informationsgehalt lässt sich beschreiben als ein String mit eben bei Menschen so und so viel Milliarden Zeichen über einem Alphabet mit vier Buchstaben, die traditionell ACGT genannt werden, Anfangsbuchstaben der vier chemischen Bestandteile, der vier Säuren, die die tatsächliche Information tragen. Und Ähnlichkeit von Strings kennen Sie. Sie kennen so Edit-Distanz, Hamming-Abstand und so. Und letztendlich ist es genau das. Wie viele Edit-Operationen, also hier das A rausschmeißen, hier das A und das C rausschmeißen, wie viele solcher Operationen muss man machen, um nicht den einen String in den anderen zu überführen? Das ist vielleicht jetzt der kleine Unterschied der Sichtweise, sondern um zum selben String zu kommen. Beziehungsweise, was man als Maßstab hernimmt, ist dann die Länge dieses Strings. Einen möglichst kleinen String, letztendlich läuft es darauf hinaus, einen möglichst kleinen String, nein, Entschuldigung, einen möglichst langen String, selbstverständlich einen möglichst langen String zu definieren, den beide durch Reduktion, durch Rausschmeißen von einzelnen Buchstaben erreichen können. Und die Länge dieses Strings, dieses gemeinsamen Unterstrings, die Länge dieses Strings ist dann die Verwandtschaft, der Verwandtschaftsgrad. So, man kann natürlich irgendwie ad hoc an die Sache rangehen. Ja? Zum Beispiel hier, wir nehmen das C und den ersten Match hier. Das A hat den ersten Match weiter hinten, also nehmen wir diesen Match. Ja? In einer kurzsichtigen Weise, so dann das G hat den ersten Match hier schon, das A, was noch hier möglich ist, hat den ersten Match hier. Hier können wir das G schon früh matchen, also matchen wir das und so weiter. Oder andere Ad-hoc-Ansätze, dass wir sagen, dieses C mit dem C zu matchen ist besser als dieses A mit dem A zu matchen, also nehmen wir das. Jetzt ist dieses A mit dem A zu matchen besser als dieses G mit dem G zu matchen, also nehmen wir das und so weiter und so fort. Sie sehen, ich habe das Beispiel so gewählt, dass diese Ad-hoc-Ansätze alle ganz schlecht funktionieren. Ich habe es so gewählt,
dass man einfach diese Anordnung hernehmen kann und dann hat man die größtmögliche Übereinstimmung. Einfach nur um zu demonstrieren, wenn man ad hoc an die Sache rangeht, immer versucht, das Beste zu basteln von links nach rechts oder von rechts nach links oder von der Mitte zu beiden Seiten, egal wie man es anstellt, man wird keine Optimallösung unbedingt bekommen, beziehungsweise auch gar keine halbwegs gute Lösung bekommen. So, wie bekommt man jetzt die Optimallösung? Das Bild haben Sie schon gesehen. Wir bauen uns diesen Graphen aus, diesen gerichteten Graphen. Wir tragen den einen String hier ab, in Gedanken, und den anderen String hier, sodass Sie sehen, wir bekommen für jede Paarung, für das Paar von einem Zeichen hier und einem Zeichen hier, bekommen wir so etwas wie eine Box, wo die vertikalen Kanten nach rechts und die horizontalen Kanten nach rechts und die vertikalen Kanten nach unten gehen. Noch eine Besonderheit, wo immer die beiden Zeichen sich matchen, hier das A matcht das A, dieses T matcht dieses T, haben wir noch eine Diagonale rein. Und die Farben demonstrieren die Kantenlängen. Da können wir verschiedene Wahlen treffen. Hier auf den Folien, auf den anderen Folien, die ich hier nicht weiter intensiv diskutiere, die Sie sich aber natürlich hinterher jederzeit anschauen können. Da habe ich, glaube ich, definiert, Kantenlängen der roten Kanten sind 1 und Kantenlängen der grünen Kanten sind 0. Man könnte auch alles auf 1 setzen und alle Kantenlängen und es würde immer noch klappen. Also wie gesagt, man hat da eine gewisse Freiheitsgrade, wie man die Kantenlängen setzt. Natürlich könnte man auch die roten Kanten auf Länge unendlich, ne, auf Länge 1 Million setzen und die grünen auf Länge 100.000, würde auch funktionieren, ist nicht so ganz genau wichtig. Hauptsache, alle grünen Kanten haben untereinander dieselbe Länge und alle roten Kanten haben untereinander dieselben Längen. Und wenn man es genau nimmt, ist die Schranke, die Länge einer grünen Kante darf nicht zweimal die Länge einer roten Kante oder größer sein. Solange das gewährleistet ist, funktioniert alles. Ich sollte noch sicherheitshalber dazu sagen, alle Kantenlänge 0 funktioniert natürlich auch nicht. So, genug verwirrt. So, was ist jetzt der Punkt? Wenn ich hier eine grüne Kante nehme, sofern ich sie nehmen kann, habe ich Länge 0. Wenn ich stattdessen eine rote Kante nehmen muss, um den Schritt runter zu gehen und eine rote Kante, um den Schritt nach rechts zu gehen, dann habe ich stattdessen meine Fahrtlänge um 2 erhöht. So, hier sehen Sie jetzt das Ergebnis. Startknoten ist oben links, Zielknoten ist unten rechts. Und dieser Pfad hier, der auch der kürzeste Pfad ist, korrespondiert 1 zu 1 mit dieser Lösung. So, wie ist dieser Pfad? Erstmal, warum ist das der kürzeste Pfad? Das können Sie ganz einfach dadurch überprüfen, dass er die maximal mögliche Anzahl von Diagonalen gewählt hat. Es ist nicht der kürzeste Pfad, es ist ein kürzester Pfad. Ja, wir hätten statt dieser Diagonale auch diese hier wählen können, beispielsweise. Das heißt, anstelle dieser Übereinstimmung von G und G hätten wir auch diese Übereinstimmung. Ja, anstelle dieser Kante hier mit diesem G hätten wir auch diese Kante haben können. Nur als Beispiel. Denn was ist die Länge eines Pfades? Wenn wir Stringlängen M und N haben, was ist jetzt die Länge eines Pfades mit K-Diagonalen? K ist irgendeine Zahl, kann auch 0 sein. Was ist diese Länge? Wenn alle roten Kanten Länge 1 und alle grünen Kanten Länge 0 haben? Sie wollen was sagen? M plus N minus 2K.
Warum? Naja, wenn Sie gar keine Diagonalen benutzen, benutzen Sie offensichtlich m plus n viele Kanten horizontal, vertikal. Und für jede Kante, Diagonale, die Sie nutzen, benutzen Sie entsprechend zwei rote Kanten weniger. Sodass sich jetzt als Ergebnis dann ergibt, je mehr Diagonalen Sie nutzen, umso kürzester ist die Pfadlänge. Und Diagonalen nutzen sind auf der rechten Seite dieser Folie eben die Matches. So, das fotografiere ich jetzt auch, damit da nichts verloren geht. Vielleicht ein Wort vorne zwischendurch, was mir dabei einfällt. Wenn Sie Kritik, Verbesserungsvorschläge haben, wie die Vorlesung abläuft und so weiter und so fort, müssen Sie nicht bis zum Ausfüllen der Evaluationsbögen warten. Sie können irgendwelche Kritikpunkte, insbesondere solche, die man auch ändern kann, wo man auch was ändern kann, können Sie gerne auch jederzeit anbringen. So, das ist eigentlich schon das ganze Thema. Haben wir jetzt noch mal kurz abgehandelt. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Jetzt ein weiteres Beispiel. Hatte ich das kurz angesprochen? Ganz kurz, glaube ich, ne? So, Sie haben hier einen Absatz, der in diesem Fall nur ein einziger Satz ist, aber worum es geht, sind Absätze. Und worum es genauer geht, ist, Sie haben einen solchen Absatz als Text und Sie wollen den in eine gewisse Spaltenbreite hineinpressen und Sie wollen den so hinein, also die Aufgabe besteht darin, jetzt Zeilenumbrüche zu finden. Das erste Beispiel ist Textsatz, ich habe es hier natürlich übertrieben, ja? Also ich hätte eigentlich hier ein bisschen das enger machen sollen. Aber ich glaube, es wird klar, worauf es hinausläuft. Das erste ist ein Beispiel dafür, links bündiger Satz, rechts flatter Satz. Zweites Beispiel mit denselben Zeilenumbrüchen ist eine Form von Sperrschrift, in der die einzelnen Worte noch in den üblichen Zeichenabständen hingeschrieben werden, aber zwischen den Worten sind die Abstände sehr groß. Es ist natürlich, wie gesagt, übertrieben hier, um deutlich zu machen, worum es geht, aber Sie wissen, in weniger übertriebener Form haben Sie das oft genug gesehen. Oder andere Variante, dass nicht nur die Wortabstände größer geworden sind, sondern auch die Abstände innerhalb eines Wortes ein bisschen. Das ist ein echter Sperrdruck. Jetzt hier unten. So, und das möchte man jetzt. Offensichtlich hängt es von den Zeilenumbrüchen ab, wenn Sie einen Algorithmus haben, wie Sie eine gegebene Zeile formatieren, ob so oder so oder so oder noch irgendwie anders, dann hängt es offensichtlich nur noch von den Zeilenumbrüchen ab, wie hübsch oder wie hässlich, wie gut lesbar oder wie weniger gut lesbar dieser Absatz formatiert ist. Und das heißt also, das Ziel ist es, möglichst gute Zeilenumbrüche zu finden. Und das kann man tatsächlich auch reduzieren auf ein kürzeste Pfade-Problem. Ich habe jetzt hier den Fall von Zeilenumbrüchen mitten im Wort ausgelassen, aber ich denke, es ist für Sie eine leichte Übung, diesen Fall von Zeilenumbrüchen mitten im Wort mit einzufügen. Sie müssen sich halt nur überlegen, dass natürlich der Bindestrich, den Sie am Ende der Zeile haben, wenn Sie mitten in einem Wort umbrechen, dass dieser Bindestrich natürlich auch noch eine gewisse Länge hat. Aber ich glaube, es ist alles kein Thema, kein wirkliches Thema. So, für jedes Wort, wenn Sie keine Zeilenumbrüche mitten im Wort haben, dann haben Sie für jedes einzelne Wort hier in diesem Modell einen Knoten. Und unter welchen Umständen haben Sie eine Kante? Das ist jetzt wichtig. Studierende, die sich das vor der Prüfung nicht so ganz genau ansehen, erkennt man oft daran, dass sie hier
keine vernünftige Antwort parat haben auf die Frage, die ich hier eigentlich wortwörtlich in den Folien und auch im mündlichen Vortrag thematisiere. Nämlich, unter welchen Umständen gibt es eine Kante von einem Knoten zu einem anderen? Und diese Umstände sind genau, ist die präzise Formulierung die, Sie haben deshalb eine Kante von beispielsweise unexpected nach shortest oder was nehmen wir was anderes, von shortest nach text. Nehmen wir nicht den Anfang als Beispiel. Sie haben deshalb eine Kante, weil shortest und text hier, ich wische das da mal weg wieder fürs Foto. Weil shortest und text in zwei aufeinanderfolgenden Zeilen das erste Wort sein können. Was heißt das, in zwei aufeinanderfolgenden Zeilen das erste Wort sein können? Das bedeutet, dass das, was dazwischen, path, Doppelpunkt, Formatting off, dass das alles hier in diese Zeile reinpasst. Aus diesem Grund, ja, hier ist die Zeile zu Ende. Aus diesem Grund gibt es, und aus keinem anderen, gibt es die Kante von Shortest nach Text. So, das fotografiere ich auch wieder. Perfekt. So, aus diesem und keinem anderen Grund gibt es diese Kante von Shortest nach Text. Das heißt also, ein Pfad, der mit Startguten unexpected beginnt, entspricht einem Zeilenumbruch. Ja, wenn Shortest der nächste Knoten auf dem Pfad ist, wenn diese Kante gewählt wird, dann heißt das einem Zeilenumbruch, wo unexpected example of in der ersten Zeile steht. Wenn von Shortest nach Texts, so wie in diesem Beispiel, die nächste Kante verwendet wird auf dem Pfad, dann bedeutet das, Shortest Path Formatting Off ist die nächste Zeile und so weiter. Und da ist keine. Jetzt haben wir das Problem, wir können nicht das letzte Wort als Zielknoten hernehmen, denn das letzte Wort muss ja nicht unbedingt in diese Logik hineinpassen, dass es der Startknoten, dass es der Anfang, das Anfangswort einer Zeile ist. Deshalb fügen wir hier noch ein weiteres Wort ein. Also wenn wir zum Beispiel die Kanten, wenn wir zum Beispiel den Pfad, wenn wir realisieren, unexpected ist immer unser Start, dann gehen wir zu shortest. Dann gehen wir zu Texts. Dann gehen wir zu, wo können wir reingehen? Zu Text wieder oder zu Formatting, ja. Vielleicht bis dahin. Und dann gehen wir zu Ende. Zum Knotenende. Wir gehen nicht zu Ende, sondern wir gehen zum Knoten mit Namen Ende. Ja? Dann bedeutet das, dass diese 1, 2, 3, 4 Worte übereinander die Anfänge der Zeilen sind. Unexpected, shortest, Text, Formatting. Ja, jetzt haben Habe ich ein bisschen, es wird ein bisschen eng. Ich mache das dann
lieber noch mal hier hin, dass Sie das da oben auch sehen, lesen können. So, das bedeutet, dass wir jetzt die Zeilenumbrüche. Ja, ist denn das? Unexpected shortest. Die Zeilenanfänge, Texts, Formatting, und Ende als letzten Zeilenanfang sozusagen haben. So, das noch fotografiert, und damit sind wir eigentlich mit dem Thema auch schon durch. Okay, zumindest lesbar. So, gibt es zu dem Thema noch eine Frage von Ihrer Seite aus? Ja? Ach so, ich habe ja noch gar nicht über die Kantlänge gesprochen, sorry. Ja, was war Ihre Frage jetzt? In diesem Graphen ist das schon festgelegt, wie viele Wörter oder welche Wörter folgen können, weil dieser Graph ist abhängig von der Spaltenbreite definiert. Wenn Sie die Spaltenbreite erhöhen, kriegen Sie mehr Kanten rein, wenn Sie sie vermindern, kriegen Sie weniger Kanten rein. Das hängt auch von der Länge der Wörter ab. Also gegeben ist der Absatz selber mit den entsprechenden Schriftarteninformationen, die Sie ja brauchen, ja. Wie breit die einzelnen Buchstaben sind, was es dafür für Regeln gibt, Ligaturen und so weiter, was es dafür Regeln gibt, wie lang ein ganzes Wort dann wird, das sich aus diesen einzelnen Buchstaben bildet und so fort. Und gegeben ist auch die Spaltenbreite. Und wenn Sie beides gegeben haben, können Sie diesen Graphen eindeutig bauen. Und Kantenlänge hatte ich jetzt noch nicht gesagt. Da brauchen Sie halt typografische Informationen darüber, was es heißt, dass so eine Zeile schön oder nicht so schön ist. Im Prinzip läuft das natürlich darauf hinaus, wie lang diese Zeile ist. Je kürzer die Zeile ist, umso unschöner ist sie natürlich auch. Gut, gibt es weitere Fragen dazu? Also vielleicht nochmal der Punkt, um das nochmal ganz klar zu machen. Hier kommen jetzt typografische, also aus der Anwendungssituation heraus, zu bestimmende Informationen rein. Aber der entscheidende Punkt ist, diese Informationen lassen sich in einen Algorithmus bauen, den man nur einmal schreiben muss, wo man eben die Informationen über Schriftart und so weiter reintun muss. Den muss man nur einmal schreiben. Und dieser Algorithmus kann aus einer Zeile, aus diesem Text hier, diesen drei Wörtern, bestimmen, wie lang das ist, kann daraus eben im Umkehrschluss die Hässlichkeit bestimmen und kann die als eine einzelne Zahl hier ablegen. Ja? Die ganze typografische Information, die hier in der Schriftart, Schriftgröße, vielleicht ist noch Kursivdruck dabei, Ligaturen dabei, also dass zwei Buchstaben eng aneinander geklebt werden. Doppel-F finden Sie in vielen Schriftarten beispielsweise aneinander geklebt, oder F und I so aneinander geklebt, dass der I-Punkt im F drin ist. Achten Sie mal drauf, wenn Ihnen das noch nicht aufgefallen ist. Diese ganze typografische Information lässt sich einmal einfangen. Und dann kann man einfach für jede Teilsequenz
die klein genug ist, diese typografische Information berechnen. Und wenn man feststellt, dass es schmal genug für den Spaltenbreite, gibt das eine Kante. Und im Wesentlichen diese Breite, die dabei rauskommt, ergibt dann auch die Länge der Kante. Also umgekehrt, je länger, umso kürzer im Wesentlichen die Kantenlänge. Hatte ich glaube ich erwähnt, das ist der ursprüngliche Algorithmus, den Don Knuth eingebaut hat für den Zeilenumbruch im System Tech. Und ich glaube, mit Variationen ist das immer noch in Tech und LaTeX. Was Ihnen ja was sagt, oder? Sagt Ihnen Tech, LaTeX was? Okay. Sonst hätte mich das doch sehr beunruhigt. Mit Variation ist es, glaube ich, immer noch der Algorithmus, der da Anwendung findet. Und wenn Sie mal, Sie kriegen es ja relativ leicht hin, Word dazu zu bringen, ganz langsam mit viel, viel Mühe und Aufwand die Zeilen aufzubauen, dann sehen Sie, dass Word da auch heute noch immer noch anders vorgeht, nämlich versucht, die allererste Zeile möglichst gut zu gestalten, auf der Basis, dass diese Entscheidungen getroffen sind, die nächste Zeile sehr gut zu gestalten. Und so weiter, was natürlich zu sehr schönen ersten Zeilen führt, aber in der Regel zu nicht allzu schönen letzten Zeilen. Da ist ein solcher Ansatz sicherlich im Prinzip vorzuziehen, der eben versucht, global die Schönheit des Absatzes zu maximieren oder die Hässlichkeit zu minimieren. Aber selbstverständlich, so wie es für mich aussieht, ist es auch bei Word bei weitem nicht mehr der Grundalgorithmus, sondern sehr viel komplexer geworden. Gut, so viel zum täglichen Office-Windows-Bashing. Gut, mehr brauchen wir dazu nichts zu sagen. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Als ich das erste Mal dieses Beispiel verwendet hatte in Vorlesungen, dachte ich noch, es wäre ein künstliches Beispiel, aber inzwischen bin ich belehrt, dass es tatsächlich ein reales Beispiel ist, das tatsächlich in der, wie nennt sich das, Hochfrequenzbörsenhandel, dass Algorithmen tatsächlich sowas wie hier angedeutet ist, machen. Es geht um Währungen, um Währungsumtausch. Es geht natürlich nicht darum, dass sie als Tourist irgendwo ihre paar Euros in die Landeswährung umtauschen. Es geht eher darum, um das, was Banken so treiben, um vielleicht irgendwo eine kleine Profitmarge noch abzustauben. So, Sie wollen beispielsweise, Sie sehen auch an dieser Folie wieder mit dem DM hier, dass diese Folien alle, die ursprünglichen Versionen alle etwas älter sind, aber ich denke, es sollte kein Problem sein, da zu abstrahieren und sich zu denken, wie das wäre, wenn hier Euro stünde. So, Sie wollen beispielsweise von D-Mark in australische Dollar umtauschen. Also jetzt nicht Sie als Tourist, sondern eben eine Bank, aus irgendwelchen Gründen. Und es kann durchaus sein, dass durch diese kleinen Schwankungen, die im Millisekundenbereich so passieren, dass es tatsächlich nicht das Bestmögliche ist, direkt zu tauschen, sondern dass man wegen der kleinen Schwankungen im Währungs in den Angeboten für Umtauschkurse, dass es beispielsweise sinnvoll ist, zuerst in US-Dollar, dann in japanische Yen und dann in australische Dollar zu tauschen. Das heißt also, Sie wollen jetzt hier auch wieder in gewisser Weise einen kürzesten Pfad finden. Nur, dass wir jetzt hier ein kleines Problem haben. Denn wenn Sie hier diese Umtauschraten von D-Mark in US-Dollar, Yen, australische Dollar sozusagen zu einer Gesamtumtauschrate verknüpfen, um zu sehen, das ist der kürzeste Pfad, dann addieren Sie ja nicht. Sie addieren Umtauschraten nicht. Sollten Sie nicht. Ist keine gute Idee. Was Sie tun ist, Sie multiplizieren die. Ja, wenn Sie von D-Mark in US-Dollar, in Yen und in australische Dollar jeweils eine Umtauschrate haben und damit ihr Geld umtauschen, um zu wissen, wie viel australische Dollar sie für ihre D-Mark bekommen, multiplizieren sie die einzelnen Raten, um die Gesamtumtauschrate zu bekommen. Und das ist erstmal im Dijkstra-Modell nicht vorgesehen.
Dijkstra-Modell sagt das, was Sie, wofür Sie den Algorithmus von Dijkstra als wahnsinnig schnellen, fast Linearzeitalgorithmus in Händen haben. In diesem Modell addieren Sie die Längen und multiplizieren sie nicht. Ist zunächst mal also ein Problem, aber es gibt einen kleinen Trick und da muss ich leider wieder auf das böse Wort aus der GDI 2 zurückkommen. Das, was Sie vielleicht schon in der Schule erfolgreich verdrängt haben und vielleicht auch nach der GDI 2. Wenn Sie bei mir GDI 2 gehört haben, haben Sie vielleicht so dumme Sprüche gehört vom Dozenten, von wegen, der Logarithmus ist nicht Ihr Feind, sondern Ihr Freund. Ist er auch jetzt hier wieder. Sie erinnern sich an die Funktionalgleichung des Logarithmus. Der Logarithmus eines Produktes ist die Summe der Logarithmen. Und das gibt Ihnen eine Handhabe, um anstelle von Multiplikationen Additionen durchzuführen. Was machen wir jetzt hier? Das würde ich vielleicht doch gerne an der Tafel kurz skizzieren. Sie haben jetzt zwei Pfade, die müssen nicht die gleiche Anzahl Kanten haben. So skizziere ich das mal so. Und Sie haben jetzt A, B, C, D, E. Das sind die Längen hier drauf, die Umtauschraten. F, G, H. Und was Sie eigentlich haben wollen, ist den Vergleich A mal B mal C mal D mal E versus F mal G mal H. Ja? Das sagt der kleinere Wert oder der größere Wert. Ist ja egal, wie rum Sie die Umtauschrate sehen. Wenn Sie so rum sehen, ist es der kleinere. Wenn Sie es andersrum sehen, der größere Wert. Das sagt Ihnen, welcher dieser beiden Pfade der bessere ist. So, und jetzt nehmen Sie stattdessen selbes Bild, bleibt alles dasselbe. Nehmen überall den Logarithmus drauf. Logarithmus von A, Logarithmus von B, Logarithmus von C. Ist eigentlich egal, welchen Logarithmus Sie nehmen. Sie kennen das ja von der GDI 2. Hauptsache, es ist überall derselbe Logarithmus. Deshalb lasse ich die Basis hier wieder offen. Aber aus Laufzeitgründen würden Sie sicherlich den Logarithmus Naturalis, den zur Eulerschen Zahl, als Basis bevorzugen. Und was Sie jetzt haben, ist hier als Logarithmus von a plus Logarithmus von b plus und so weiter bis Logarithmus von e summiert und Logarithmus dasselbe f plus Logarithmus g plus Logarithmus h. Ja? Das wollen Sie und das können Sie. Die Frage ist, warum ist das dasselbe? Weil Sie können das hier einfach in den Logarithmus setzen. Hier, was Sie eigentlich berechnen wollten. Und bekommen eine Gleichheit raus. Und der entscheidende Punkt ist jetzt, dass dieser zweite Spiegelstrich oben, wenn Sie den Logarithmus draufsetzen, bleibt es beim Verhältnis. Das größere Argument ergibt den größeren Logarithmus. Der Logarithmus ist streng monoton wachsend. Das heißt, wenn dieser Pfad
besser ist als dieser Pfad nach der eigentlichen Logik, dass sie die Austauschraten multiplizieren, dann ist auch der Logarithmus von diesem Pfad besser als der Logarithmus von diesem Pfad. Und wegen der Gleichheit ist diese Summe hier vom selben Pfad eben besser als die Summe vom anderen Pfad. Das ist der entscheidende Punkt. Und damit haben wir das Problem, Sie wollen Längen, Anführungszeichen Längen, nicht addieren, sondern Sie wollen sie multiplizieren. Und dank dem Logarithmus kann man das problemlos zurückführen auf die Addition von Werten anstelle der Multiplikation von Werten. So, den vielleicht ein bisschen höher. Langsam entwickle ich Ehrgeiz beim Fotografieren. So. Naja, die Ergebnisse entsprechen nicht dem Ehrgeiz. Gut, aber sie sind lesbar. Gut, und wenn Sie jetzt nicht nur den kürzesten Pfad haben wollen, sondern auch die Gesamtlänge, na gut, dann entweder nehmen Sie sich die Austauschraten entlang dieses Pfades her nochmal und multiplizieren Sie, oder Sie nehmen das Ergebnis und exponentieren das, sollten Sie bis auf numerische Fehler auf dasselbe rauskommen. So, das war es aber auch schon mit diesem Beispiel. Wie stehen wir mit der Zeit? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich will jetzt einen kleinen Zwischenschritt machen und auf kürzeste Wege Probleme zu sprechen kommen, in denen es nicht nur ein Kriterium gibt, sondern mehrere Kriterien, die man irgendwie zugleich miteinander behandeln sollte. Sie kennen das vom Fahrplan gebundenen öffentlichen Verkehr, Bahn, Bus, naja, Bahn vor allem. Sie haben mehrere Kriterien. Ein Kriterium ist die Fahrzeit. Ein zweites Kriterium, was Sie minimieren wollen, Sie wollen natürlich nicht unnötig lange fahren. Zweites Kriterium ist der Fahrpreis, was bei Geschäftsleuten sicherlich weniger wichtig ist, aber bei Studierenden, wenn sie privat fahren, sicherlich besonders wichtig ist. Drittes Kriterium, was man nicht außer Acht lassen sollte, ist die Bequemlichkeit im weitesten Sinne. Ja, da gehen die Anzahl der Umstiege ein und auch die Zeit, die Pufferzeit, die man im Umstieg hat. Denken Sie an eine alleinreisende alte Dame mit zwei schweren Koffern, dann bekommen Sie ein Gefühl dafür, dass Bequemlichkeit durchaus ein wichtiges Kriterium ist für viele Reisende. Mindestens diese drei Kriterien haben Sie. Und dementsprechend ergeben sich auch Kundenprofile. Ja, es gibt es, wir hatten das, als ich von Berlin nach Konstanz gezogen bin, von der TU Berlin an die Uni Konstanz. Da sind auch ein paar Studierende mitgekommen und einer hat das wirklich konsequent jedes Wochenende gemacht, dass er mit einem schönen Wochenendticket von damals war das noch, damals konnte man mit einem schönen Wochenendticket noch 2 Tage fahren, Samstag und Sonntag. Das glaube ich schon lange abgeschafft, dass er mit einem schönen Wochenendticket losgefahren ist, sich 5 Stunden mit seiner Freundin getroffen hat und wieder zurückgefahren ist. Und damit war das Wochenende auch schon wieder zu Ende. Frühmorgens samstags losgefahren, spätabends Sonntag zurückgekommen. Hauptsache, es war billig. Ja, schönes Wochenendticket war damals sogar auch noch sehr viel billiger als heute, sollte ich dazu noch sagen. Dann gibt es, das ist ein extremes Kundenprofil. Ein anderes extremes Kundenprofil ist eben die alte, vielleicht reiche Dame mit zwei schweren Koffern. Na gut, wenn sie reich ist, kann sie sich auch was anderes leisten. Aber gut, also für die halt Fahrpreis nicht so wichtig ist und Fahrzeit jetzt auch nicht so wichtig ist, die aber möglichst bequem reisen will, möglichst nicht in überfüllten Abteilen, möglichst wenig Umstiege und wenn Umstieg, dann mit schöner langer Pufferzeit und so weiter. Das ist ein zweites Extrembeispiel eines Kundenprofils. Ein drittes Extrembeispiel eines Kundenprofils wäre der eilige Geschäftsmann, die eilige Geschäftsfrau. Geld spielt fast keine Rolle. Hauptsache die Fahrzeit minimiert. Bequemlichkeit ist auch nicht so wichtig. Hauptsache die Fahrzeit minimiert, damit man von einem Termin zum anderen noch rechtzeitig kommt.
Die meisten Leute werden sicherlich eher so ein Mischprofil haben, dass sie zwar gerne die Fahrkosten minimieren, aber sich das jetzt mit dem schönen Wochenendticket, was ich skizziert habe, jetzt so weit doch nicht antun, wenn sie schon von Konstanz nach Berlin fahren, dass sie dann reguläres Ticket hernehmen und in vernünftiger Zeit mit vernünftigen Zügen dann tatsächlich hin und her kommen und so weiter. Ja, also sie haben für verschiedene Kundenprofile wollen sie eigentlich Lösungen haben. Ein Resultat unserer Forschung ist ganz interessant. Für praktisch alle Anfragen, die so gestellt werden an Fahrplanauskunft der Bahn, lassen sich eine einstellige oder kleine zweistellige Zahl von Verbindungen angeben, sodass wirklich sämtliche Kundenprofile, sowohl die extremen als auch die gemischten, abgedeckt sind. Ja, so dass man jedem Kundenprofil, auch wenn man das Kundenprofil von demjenigen, der die Fahrplanauskunft da benutzt, überhaupt nicht kennt, dass man trotzdem sagen kann, aus diese kleine Auswahl lässt sich sagen, und egal, lieber Kunde, was dein Profil ist, eine davon ist optimal für dich. Das ist doch eigentlich ein ganz interessantes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass theoretisch die Anzahl der möglichen, wenn man wirklich verschiedene Kundenprofile, so eine ganze Kontinuität, mehrdimensionale Kontinuität von Kundenprofilen abdecken will, dass man theoretisch eine exponentielle Anzahl von Verbindungen bräuchte. Im schlimmsten Fall. Aber der schlimmste Fall tritt nicht ein, ganz im Gegenteil. Irgendwas ist in den Daten drin von der Deutschen Bahn. Irgendwas haben sie richtig gemacht, dass wirklich eine so kleine Anzahl von Verbindungsvorschlägen ausreicht, um für jedes Kundenprofil eine Optimallösung zu geben. So, aber wie geht man? Anderes Beispiel für Multi-Objective ergibt sich beispielsweise ein Unternehmen, das natürlich Rendite machen will, muss, auf der anderen Seite aber gerne was für die Umwelt tun will. Also zwei Zielkriterien, die man gegeneinander irgendwie in irgendeiner Form gewichten muss. Gut. Oft genug ist dann das zweite Kriterium dann eher nur bei der Marketingabteilung angesiedelt, weniger dann bei der Produktion. Aber ein Beispiel dafür, dass wir zwei Kriterien haben, die auch erstmal wieder zwei inkommensurabel sind, nicht von vornherein miteinander vergleichbar sind. So, eine Möglichkeit ist natürlich, dass man jedem Kriterium ein Gewicht gibt und diese Gewichte aufsummiert. Das sieht dann formal so aus: Sie haben verschiedene Werte, die Fahrzeit, die Fahrkosten, die Bequemlichkeit, beziehungsweise bei dem Beispiel mit dem umweltverträglichen Unternehmen, die Rendite und der Umweltnutzen oder die Minimierung des Umweltschadens oder wie man das definieren will. Und man könnte natürlich daran denken, die einfach zu minimieren, aber das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Das wissen Sie aus der Physik, dass das keinen Sinn macht. Ja, wenn verschiedene Größen unterschiedliche Einheiten haben, dann addiert man die nicht, aus gutem Grund. Sondern dass man dann halt geeignet gewählte Umrechnungsfaktoren hernimmt, mit denen man die jeweils gewichtet. Das wäre eine typische BWL-Sache bei dem Unternehmen mit der Naturverträglichkeit, dass man den Naturschaden, den das Unternehmen produziert, in Euro ausdrückt, wie auch immer man das macht. Und dann kann man das mit der Rendite verrechnen, weil man beide auf dieselbe Einheit gebracht hat, indem man nämlich Umweltschaden als Schaden pro Euro oder also einen Umrechnungsfaktor hernimmt. Oder, das wird auch bei der Bahn gemacht, Kundenprofile, nämlich wenn Sie Fahrzeit und Fahrkosten hernehmen, dann können Sie nur die beiden, dann können Sie ein Kundenprofil auch ausdrücken in einer Relation, wie viel ist es Ihnen wert, einen bestimmten Zeitbetrag einzusparen. Ein Umrechnungsfaktor Zeit in Wert. Wie viel Zeit ist Geld? Wie viel Geld ist Ihnen Zeit wert?
Der eilige Geschäftsmann, die eilige Geschäftsfrau wird da einen anderen Wert haben als Sie, wenn Sie wirklich zu dieser Extremistenfraktion gehören, die mit einem schönen Wochenendticket von Konstanz nach Berlin reisen, beziehungsweise es muss ja nicht ganz so extremistisch sein, wenn Sie eben kostenbewusst Ihren Fahrpreis wählen und dann bereit sind, eben nicht mit dem ICE oder mit dem IC zu fahren, sondern mit diversen S-Bahnen und Regionalbahnen. Ja, das sind solche konkreten Beispiele für solche Umrechnungsfaktoren. So könnte man das machen, dass man ein Kundenprofil in so eine gewichtete Summe reinbringt. Ist natürlich hoffnungslos, wenn Sie mit Endkunden zu tun haben. Ja, sowas können Sie machen in innerbetrieblichen Prozessen. Da mag es nicht immer, aber oft genug macht das Sinn. Aber Sie können natürlich von keinem Kunden der Fahrplanauskunft, egal ob im Internet oder am Automaten, verlangen, dass er Ihnen solche Umrechnungsfaktoren gibt, dass er sich sein Kundenprofil in Form von solchen Umrechnungsfaktoren Ihnen dann definiert. Ganz abgesehen davon, dass es wahrscheinlich auch einen Aufschrei gäbe, wenn die Bahn beim Fahrplan Auskunft bei Reiseauskunft abfragen würde, wie viel Geld ist es Ihnen wert, eine Stunde kürzer zu fahren oder sowas. Ja, das käme sicherlich nicht gut in der Presse. Anderes Beispiel ist, da werden Sie dann auch auf dem Übungsblatt mit konfrontiert sein. Auf dem Übungsblatt steht ganz konkret eine Aufgabe. Sie sollen in OPL spezifizieren. Sie wollen eine billigste Verbindung eine billigste Verbindung unter der Bedingung, dass diese Verbindung, die Sie rauskriegen, nicht mehr als 30% mehr Zeit kostet gegenüber der schnellsten Verbindung. War das jetzt zu schnell? Nee, nicht? So, das Problem an der Sache ist, beides zusammen in ein OPL-Modell zu stecken. Sie haben eigentlich zwei Kriterien. Sie haben eine Referenzverbindung, die schnellste Verbindung, von der Sie ablesen können, wie schnell geht es denn prinzipiell. Und Sie wollen nicht mehr als 30% zusätzliche Zeit haben. Und dann haben Sie noch eine Verbindung zu berechnen, wo Sie die minimalen Kosten berechnen wollen unter dieser Bedingung. Ja, und beides in einen Minimize reinpacken. Das ist die Herausforderung bei dieser Aufgabe, kann ich gerne hier als Hinweis sagen. So, das ist ein Beispiel dafür, ja, dass man eben sagt, naja, ich will nicht mehr als 8 Stunden fahren, weil nach 8 Stunden tut mir mein Rücken weh. Also ich will möglichst billig fahren, aber es darf nicht mehr als 8 Stunden Zeit kosten oder so etwas. Das ist auch eine typische Art und Weise, wie man damit umgeht. Maximal 8 Stunden oder Differenz, nicht mehr als 30% langsamer als die maximal schnellste Verbindung oder Percentage, nicht mehr als 30% schlechter als die schnellste Verbindung, so etwas. So, wir haben zum Beispiel bei Fahrplanauskunft, bei Reiseauskunft so den Multi-Objective Case, also mehrere Zielsetzungen, mehrere Zielfunktionen zu beachten. Wir können nicht vom Endkunden erwarten, egal wie wir vorgehen, dass er diese numerischen Parameter setzt, die hier in diesen Ansätzen verlangt werden. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, das sehen Sie auch, dass das Fahrplanauskunftssystem, was dahinter ist, also auf jeden Fall, wenn Sie mit Bahncard fahren, kann ich Ihnen definitiv sagen, wird alles, was Sie jemals mit Ihrer Bahncard gemacht haben, von der Deutschen Bahn gespeichert. Das ist ja heutzutage jetzt kein Stein des Anstoßes mehr. In der NSA-Ära ist das jetzt irgendwas, was Sie eher langweilt, diese Information. Und eine der Zielsetzungen dabei ist zu versuchen, Ihr Kundenprofil
einzuschätzen und eben solche numerischen Parameter dann zu schätzen, um zu versuchen, das hinzulenken auf ihre Kundenpräferenzen. Ist momentan nicht, soweit ich weiß, nicht implementiert im Reiseauskunftssystem. Das ist noch in den Kinderschuhen. Vor allem gibt es ja auch dann solche Probleme. Sie benutzen die Bahncard sowohl für private Reisen als auch für Geschäftsreisen. Und als Geschäftsreisende sind sie interessiert an möglichst schnellen Verbindungen. Geld spielt wenig Rolle. Geld spielt praktisch keine Rolle, weil sie auf Firmenkosten fahren. Und als Privatreisende mit derselben Bahncard haben sie ein ganz anderes Kundenprofil. Da spielt Geld plötzlich eine wesentliche Rolle. Also Sie verstehen, da wäre noch eine ganze Menge Data Mining Forschungsarbeit zu leisten. So. Vielleicht noch zum Abschluss dieses Kapitels und zum Abschluss des heutigen Tages auch die Fachbegrifflichkeiten dazu, die Ihnen zumindest in BWL, vielleicht auch in anderen Kontexten wieder über den Weg laufen würden. Sie haben jetzt verschiedene Fahrverbindungen. Habe ich jetzt hier Beispiele eigentlich? Nee, habe ich nicht. Sie haben jetzt hier verschiedene Fahrverbindungen, Lösungsvorschläge, Verbindungsvorschläge vom System bekommen. Und das System kann von sich aus schon gewisse Fahrvorschläge herausfiltern, von denen es weiß, die braucht es Ihnen als Endkunden gar nicht erst zu präsentieren, nämlich solche, die von anderen Lösungsvorschlägen, die das System auch berechnet hat, schon dominiert werden. Dominiert heißt beispielsweise, um nur ein Beispiel zu nennen, Sie haben zwei Fahrverbindungen auf dieselbe Verbindungsanfrage hin berechnet. Ihr System hat zwei Verbindungen berechnet. Beide brauchen 123 Minuten Fahrzeit. Aber das eine kostet 50 € und das andere kostet 60 €. Beide selbe Fahrzeit, Unterschied in den Kosten, dann wissen Sie, die teure von den beiden Verbindungen können Sie schon rausstreichen. Ja, das ist das Grundprinzip. In jeder Zielsetzung mindestens so gut wie die andere Lösung. Und in einer Zielsetzung echt besser als das andere, dann sagt man, eine Lösung dominiert die andere. Und eine Lösung, die von keiner anderen Lösung dominiert wird, die nennt man Pareto optimal im Gedenken an einen italienischen Mathematiker, Betriebswirt und so weiter. Weiß nicht, was der so alles genau war. Nur damit Sie die entsprechenden Begriffe, wenn Sie ihnen über den Weg laufen, dass Sie die einordnen können, beziehungsweise umgekehrt, dass Sie diesen Stoff hier einordnen können in die entsprechenden Begrifflichkeiten, die Ihnen woanders über den Weg laufen. So, noch eine weitere Anwendung, zu der wir heute nur ein paar Worte sagen werden. Scheduling. Da geht es jetzt nicht um kürzeste Wege, sondern um längste Wege. Ist aber kein Problem, da die Graphen hier azyklisch sind, können wir auch längste Wege berechnen und nicht nur kürzeste Wege. Ja, mit Dijkstra können Sie keine längsten Wege berechnen, weil, was heißt das überhaupt, ein längster Weg? Wenn der Weg durch einen Zyklus läuft, hat er sich nur verlängert. Und wenn er nochmal durch denselben Zyklus läuft, hat er sich nochmal verlängert. Und wenn er nochmal durchläuft, hat er sich immer weiter verlängert. Also es ist überhaupt nicht klar, was ein längster Weg überhaupt ist. Und wenn Sie sagen, okay, ich will jetzt den längsten Weg haben, der durch keinen Zyklus durchläuft, dann stehen Sie vor dem Problem, derselben Problem, was wir schon mal angesprochen hatten, einen kürzesten Weg mit negativen Zyklen, ist exakt dieselbe Situation, nur Vorzeichen umgedreht, ist nicht mehr so effizient lösbar mit unseren Dijkstra oder Bellman-Ford oder Floyd-Warshall und so weiter, sondern ist NP schwer. Ich hatte schon mal gesagt, was das pragmatisch heißt. NP schwer, wenn eine Problemstellung, eine algorithmische Problemstellung NP schwer ist, dann heißt das pragmatisch, Sie können für jeden Algorithmus, den Sie sich überhaupt nur ausdenken können, egal ob er von der Menschheit gefunden worden ist oder nicht, für jeden Algorithmus, der überhaupt nur ausdenkbar ist, finden Sie Beispiele von moderater Größe, 50 Knoten vielleicht, auf denen dieser Algorithmus
länger rechnet, als das Universum dauert und auch länger als das nächste und das übernächste und so weiter Universum dauert. Also richtig lange. Also etwas mehr als nur sich einen Kaffee holen zwischendurch, bis der Algorithmus zu Ende ist. Ich sollte was dazu sagen, dass das Thema NP-Schwer und so, das ist ein Fehler in der Konstruktion unseres Curriculums hier an der TU Darmstadt in Informatik, war eigentlich für die GDI 2 vorgesehen, als wir damals auf Bachelor-Master umgestellt hatten, aber war dort auch ins Modulhandbuch eingetragen, aber die Dozenten der GDI 2, die damals die GDI 2 ausgerichtet haben, haben das alle ignoriert. Ich habe das jetzt, als ich zweimal jetzt die GDI 2 ausgerichtet habe, dann entsprechend auch ignoriert, aber jetzt können wir es demnächst nicht mehr ignorieren. Jetzt müssen wir das Curriculum der ACM, der amerikanischen und auch weltweiten Informatikgesellschaft, umsetzen. Und das beinhaltet, dass wir irgendwo solche Sachen wie dieses NP-Schwer unterbringen werden und wir werden es in der GDI 2 unterbringen, wo es eigentlich schon geplant war. Das werde ich dann im nächsten Sommersemester dann implementieren. Gut, längste Wege geht es jetzt. Was ist Scheduling? Nur eine ganz kurze Vorstellung hier heute noch, was Scheduling ist. Oder manche sprechen es auch Scheduling aus. Das gibt es in beiden Varianten im Angelsächsischen. Sie haben beispielsweise ein großes Projekt, beispielsweise ein Bauprojekt. Und dieses Projekt, um darüber nachzudenken, zerlegen Sie das in Gedanken und auf Papier und sonst wie zerlegen Sie es in viele kleine Teilprojekte, die in sich wieder unteilbar sind. Ja? Da können Sie den Grad der Granularität auch wählen. Sie können sagen, sämtliche Elektrik verlegen ist eine Aufgabe, ein Job, den sehe ich als unteilbar an. Oder Sie können auch sagen, ich will einen feineren Grad an Granularität haben. Den Teilschritt bei Elektrik verlegen ist ein eigener Job, der Teilschritt ist ein eigener Job, der Teilschritt ist ein eigener Job und so weiter und so fort. Ja, das liegt dann an Ihren Zielsetzungen, welche Granularität Sie dann wählen bei der Beschreibung Ihres Projektes. Und dann gibt es Restriktionen. Es gibt erst einmal Reihenfolgerestriktion, ja. Sie können das Dach nicht bauen, bevor Sie die Wände nicht hochgezogen haben. Sollten Sie jedenfalls nicht versuchen. Sie können die Wände nicht hochziehen, bevor Sie den Keller nicht gebaut haben und so weiter und so fort. Solche Restriktionen, Reihenfolgebeziehungen, dass was Bestimmtes erst angefangen werden kann, wenn was anderes oder viele andere Sachen schon fertig sind. Ressourcenbeschränkungen, ja. Wenn Sie nur einen Elektriker haben, dann kann der in jedem Moment nur eine Aufgabe für einen Elektriker durchführen. Wenn Sie zwei Elektriker haben, können Sie die Aufgaben für Elektriker entsprechend parallelisieren, dass immer zwei Aufgaben gleichzeitig bearbeitet werden. Ja? Und wenn Sie nur einen Kran haben, dann können Sie keine zwei Aufgaben, die einen Kran brauchen, gleichzeitig oder zeitlich überlappend laufen lassen und so fort. Ja? Dann sagen, das müssen Sie strikt serialisieren und so weiter. Das sind so die ganzen Beschränkungen und was Sie wollen ist, Sie haben für jeden Job eine geschätzte Dauer, was das dauern wird. Darüber werde ich mich dann noch später im Laufe des Semesters ziemlich auslassen mit diesen geschätzten Dauern. Also da werde ich so richtig leidenschaftlich, sorry. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Also Sie werden es dann einordnen können. Sie haben eine geschätzte Dauer, Sie haben diese ganzen Beschränkungen und unter diesen ganzen Einschränkungen wollen Sie das Projekt in möglichst kurzer Zeit durchführen. Ja, eine algorithmische Aufgabe. Wie wir das reduzieren können auf ein längstes Wegeproblem, zum Teil reduzieren und was das bedeutet, das zum Teil zu reduzieren und was mit den anderen Teilen ist, das werden wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Vielen Dank für heute.